Am 25. Mai wurde in China das elektrische Mini-SUV Bao Yun Yep auf den Markt gebracht. Das Basismodell startet weit unter 15.000 Euro und liegt damit niedriger als erwartet. Es unterstützt Schnellladung und bietet viele coole Funktionen, wie zum Beispiel das Teilen von Nachrichten mit anderen Fahrern oder einen Kühlschrank im Kofferraum. Was der Bao Yun Yep nun wirklich kostet und was er noch alles kann, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Bao Yun ist eine Marke des Joint Ventures SAIC GM Wuling oder SGMW. Ursprünglich im Jahr 2010 war es eine Budgetmarke, die alte GM-Plattformen nutzte, und heute positioniert SGMW sie als coole Marke für junge Leute. Anscheinend waren sich die chinesischen Medien bis zum letzten Moment nicht sicher, ob das nicht alles nur ein schlechter Witz war. Nun, das ist es nicht und das Auto kommt da drüben auch noch richtig gut an. SGMW hatte ja kürzlich mit rückläufigen Verkäufen seiner 3 Jahre alten Bestseller Mini-Elektrofahrzeuge zu kämpfen und es scheint, als ob sie alle richtigen Schritte unternommen haben, um einen Ersatz zu finden. Etwas teurer, bietet aber viel mehr Funktionen, ein cooles Design und angemessene Spezifikationen. Yep erstellt eine eigene Klasse und man geht davon aus, dass er sich wie warme Semmeln verkaufen wird. Der Bao Yun Yep ist ein dreitüriger Viersitzer. Vorne befindet sich ein 35 Liter Frunk, der als Kühlschrank oder Wärmespeicher dienen kann, damit man beim Camping die richtige Temperatur der Getränke aufrechterhalten kann. Auf der Oberseite finden wir optionale Retro-Dachträger mit einer Tragfähigkeit von bis zu 30 Kilogramm. Das Auto verfügt über 15 Zoll Räder und kann optional mit Offroad-Reifen ausgerüstet werden. Bao Yun bezeichnet das gesamte Äußere als Squarebox-Design. Die hinteren Türen öffnen sich über ein vertikales Scharnier zur Seite. Bao Yun spricht von einer kühlschrankähnlichen Hintertür. Der Innenraum heißt Joybox und enthält einen 10,25 Zoll Doppelbildschirm. Ein Teil fungiert als Instrumententafel und die zweite Hälfte ist ein zentraler Kontrollbildschirm. Darüber hinaus verfügt Yep über eine einzigartige Lösung auf dem Armaturenbrett, mit der man verschiedene Dinge anbringen kann, beispielsweise einen zusätzlichen Bildschirm vor den Passagieren oder andere interessante Dinge. Die Rücksitze lassen sich umklappen, wodurch ein Laderaum von 715 Litern entsteht. Die Software im Auto heißt KIOS und ist mit dem von DJI entwickelten ADAS-System namens Lingqi gekoppelt. Bisher dachte man, dass die Software im Yep zum Fahrassistenzsystem etwas Billiges wäre. Allerdings kann man nun eher positiv überrascht sein, denn es unterstützt das automatisierte Einparken Lane Centric Control oder LCC und das Auto ist mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet. Da sich der Bao Yun Yep nun mal an junge Leute richtet, können Smartphone-Apps viele Funktionen des Autos steuern. Über den großen Heckbildschirm namens Car Watch können Bilder oder Texte an andere Fahrer übermittelt werden. Man aktualisiert einfach seinen Status auf dem Telefon und jeder wird ihn auf der Rückseite des Autos sehen. Dieses Feature kostet aber ca. 250 Euro Aufpreis. Bin mal gespannt, wer als erstes anzügliches Zeug da anzeigen lässt. Was haltet ihr von diesem Feature? Sagt es mir in den Kommentaren. Die App fürs Auto kann übrigens auch die Fenstersteuerung, Klimaanlage, Primärdiagnose steuern und die Fahrzeugposition anzeigen. Letztes Jahr fand das weltgrößte Elektroautotreffen auf der Messe Hannover statt, das Sexy Cars Event. Auf dem gab es offensichtlich vielerlei besondere Elektroautos, Podiumsdiskussionen, Bühnenauftritte und echt noch einen Haufen anderes interessantes Zeugs. Dieses Jahr wird es aber nochmal größer. Wir versuchen, unseren Rekord vom letzten Jahr zu überbieten und da werde nicht nur ich dabei sein, sondern zum Beispiel auch Christopher von Carmaniac und andere Content Creator. Am 23. September 2023 gibt es auf dem To Be Fair elektrische Community Event nicht nur euren Lieblings-YouTuber, sondern auch viele familienfreundliche Aktivitäten, Verpflegung und Bühnenprogramm. Also verpasst auf keinen Fall das To Be Fair elektrische Community Event auf der Zeche Heinrich Robert in Hamm. Die Tickets dafür sind nicht mal wirklich teuer, aber ihr spart euch nochmal 5 Euro auf jedes Personenticket, wenn ihr beim Checkout den Code PROJECTDRIVE eingebt. Also schaut auf der Website www.elektrische-community.de vorbei, die verlinke ich euch aber auch in der Videobeschreibung. Auf dass wir den Rekord vom letzten Jahr brechen. Ich freue mich auf euch.
Der Bao Yun Yep ist 3,38 Meter lang, 1,68 Meter breit und 1,72 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,11 Meter. Das Auto verfügt über einen 50 kW Einzelmotor am Heck mit einem maximalen Drehmoment von 140 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 100 km/h begrenzt. Die Batterie hat eine Kapazität von 28,1 Kilowattstunden mit einer Dichte von 130 Wattstunden pro Kilogramm und wird von Guangxi Ningfu geliefert. Laut Bao Yun kann es in 35 Minuten zu 30 auf 80% aufgeladen werden. Es stehen zwei Ausstattungsvarianten zur Auswahl. Das Basismodell Flagship Edition für 10.500 Euro und die Deluxe Edition mit Top-Ausstattung für 11.800 Euro. Beide Varianten haben die gleichen oben genannten Spezifikationen. Wie gefällt euch der Bao Yun Yep? Naja, abgesehen davon, dass er aussieht wie der Suzuki Jimny in elektrisch natürlich. Würdet ihr ihn kaufen, gäbe es ihn bei uns? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!